Hallo, jetzt sind wir in Brünner. Ich und meine Freunde will in diesem Video Brünner ansiegen. Wir sollen das Hochhaus Sandhangen, Brünner Kino, der Fritz-Röhr-Park, das M44-Kaufhaus und der Fußballplatz siegen. Wir hoffen, du findest diesem Video interessant und dass du vielleicht etwas Neues lernst. Lass uns zum der Hochhaus gehen. Jetzt bin ich bei dem Hochhaus. Das Hochhaus öffnet 12. November 2009. Es ist 20 Stockwerk und es ist 67 Meter hoch. Das Hochhaus hat eine Fläche an 13.500 Quadratkilometer. Das Hochhaus ist die Heimat für mehr als 50 Betriebe. Der Zugbahnhof ist gleich in der Nähe. Es ist nicht weit zu gehen von dem Zugbahnhof. Auf dem Brünner Fußballplatz reisen die einheimischen Jungen und Mädchen aus Russland und Brünner, um Fußball zu spielen. Brünner FK haben 1926 gegründet. Brünner A-Team spielt in zwei Divisionen. Brünner hat einen großen Fußballplatz mit zwei Fußballbahnen und einer Halle. Jetzt befinde ich mich gleich neben am Brünner Kino. Brünner Kino sind gerade Rücken von Stoštova und bist ein bisschen länger unterhalb. Brünner Kino hat 4 Säle. 1 Säle mit ca. 250 Stühle, 2 Säle mit ca. 100 Stühle und 1 Luxussaal mit 40 Sessel. Einige der Filme, als wie gehe jetzt ist Joker, Drachensämen und Detektivbüro Nummer 2. M44 ist ein Einkaufszentrum. Das Einkaufszentrum hat 70 Läden. Das Einkaufszentrum hat Bekleidungsgeschäfte, Essenladen, Sportladen, Mobilladen und viel mehr. Es liegt in der Nähe am Zentrum. Der Fritz-Röhr-Park ist ein Kunstpark im Zentrum von Brünner. Skulpturen des Künstlers Fritz Röhr steht hier. Der Kongo fließt durch diesen Park. Der Park wurde kürzlich renoviert und es gibt viel Pflege im Park. Hier ist Sandhangen. Dieser Platz ist ein kleiner Wald, wo man kann einen Spaziergang machen. Viele Menschen sind hier jeden Tag trainieren. Hier kann man beide Ausdauer oder Stärke trainieren. Jetzt ist es eine neue Brücke zu Sandhangen gebaut. Danke für uns. Wir hoffen, du hast etwas Neues gelernt. Auf Wiedersehen!